könnten die Fackel auch hin. Können wir sie doch gleich so hinstellen. Ja. Es ist halt so wenig Platz, dann der jetzt hier dadurch gemacht wird. Ich würde es fast noch mehr feiern. Na gut, im Moment sind wir hier. Ja, da kommen dann noch ganze drei dazu. Ich würde es eigentlich fast noch mehr feiern, wenn es noch weiter reingeht. Denn hier jetzt richtig hoch steht dann. Das ist gerade schwierig, vor allem da, weil wir keinen Stein mehr haben. Oh nein, ja, ich muss langsam echt mir eine Mine bauen. Der ich richtig viel Stein machen kann. Oh ja, das ist viel zelter dann. Oh, hier ist mein Tor. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie ich das denn hier handhaben werde. Das Ding ist, ich kann ja eigentlich gerade gar keinen Stein abbauen. Ich darf nicht, weil ich weiß nicht, wie es hier weitergehen wird. Das heißt, hier haben wir jetzt erstmal einen Stützpfosten hin. So. Dann folgt hier jetzt wieder diese Ebene. Amt. So. Es ist gar nicht so einfach, das zu steuern, wenn man die ganze Zeit runterfällt. So. Das ist schon mal cool. Okay, und so. Als nächstes wird dann hier. Ah, das kommt dann so hin, das ist gut. Ist dann hier wieder ein Holzpfosten? Okay. Jetzt muss ich wieder was essen. Das letzte Steak, das ich in meiner Handtasche so finden konnte. Ich weiß dann auch nicht so sinnvoll, wie ich das machen kann. Also ich könnte wirklich schon planen, eine Bahnstrecke zu bauen. Also hier oben auf einer Burg passt es jetzt nicht unbedingt hin, ne? Andererseits wäre es ein ganz schöner Kontrast wieder, wiederum. Ich weiß nicht, was ich von der Idee hier oben einen Bahnanschluss zu bauen halten soll. Vor allem, nee, das macht überhaupt keinen Sinn eigentlich. Hier oben macht ein Bahnanschluss relativ wenig Sinn, weil wie sollen die Minecarts denn wieder hochfahren? Und ich mache einfach eine Treppe runter und das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Boom. Danke für deine Wolle. Ah, hier hat man sogar einen relativ flüssigen Übergang nach unten. Dann weiß ich, in welche Richtung mein Eingangstor sein wird. Boah, das sieht ja bei Tag mega aus. Boah, nice. Ich freue mich, wenn die Türme fertig sind. Okay, man merkt doch, dass dieser eine Turm etwas sehr künstlich in die Landschaft gesetzt wurde. Auch wenn es langsam eingrünt.
Mal schauen, wie sich das dann von unten später mal aussehen wird. Wahrscheinlich hoffentlich nicht so arg künstlich wie jetzt. Aua. Da bin ich schon, wie habe ich schon wieder Schaden gekriegt. Oh mein Alter, der Kopfhörer in diesem Ort tut so verdammt weh. Ich tue ihn mal kurz raus. Ich meine, das kann ich dem Bitte schon großartig verpassen. In-Game-Sound haben wir ja nicht. Warum auch immer. Okay, der erste Baum von meiner Farm ist gewachsen. Yay. Ich hab 20 Holz. Gut, das könnte ich jetzt mal erstmal in Spitzhacken investieren und dann mich irgendwo runterbuddeln. Würde vermutlich sogar Sinn machen. So. Oh, hoppla. Nein. Danke. Und einmal 6 Spitzhacken. Den Rest können wir dann für Fackeln investieren hier. So, die Frage ist halt, wie machen wir das denn? Das ist theoretisch eher eine Höhle. Könnten wir natürlich reingehen. Andererseits bräuchten wir dafür erst noch Essen, das wir uns erstmal herstellen müssten. Weil die 2 Schnitzel, die wir noch da haben, könnten auch natürlich sagen, die reichen uns jetzt. Was ich in dem Fall auch tue. Erstmal das ganze Zeug, was ich auf keinen Fall verlieren will, hier oben in die Kiste schmeißen. Zum Beispiel auch die Setzlinge oder der Faden, was auch immer der bringt. Die Kiste ist bald voll. Super. Erstmal da runter. Schön, dass wir Wasser haben. Gut, hier ist eine Höhle. Die hier auch weitergeht. So. Ich würde sagen, wir machen dann irgendwo in dieser Höhle einfach einen Raum, wo wir ganz viel Stein kloppen. Also hier. Und dann machen wir uns einfach schon einen relativ komfortablen Abstieg in tiefere Gefilde. Einfach mal nach unten graben. Aber er soll bequem sein. Das heißt, dass wir ihn später mal mit Stufen und Treppen und sowas ausklatschen können. So ein richtig schöner Eingang. Auch dekorativ und schön breit. Das ist dann schon mal so das zweite Projekt, einfach einen Mineneingang zu bauen. Der dann wahrscheinlich irgendwann sowieso wieder zugebaut wird. Weil er nicht weit genug außerhalb liegt. Aber hier kann man auch schon eine Pfosten reinmachen, die das Ganze tragen. Ja, da lässt sich bestimmt einiges machen hier. Das ist doch bestimmt schon mal eine schöne Sache so. So, einen muss er noch hoch. Haben wir so einen schönen 5x5 Gang. Da kann man dann bei der Gelegenheit auch immer schön Stein farmen, wenn man so einen Gang hat. Eingang hier ein bisschen versteckt halten. In so einer normalen, gewöhnlichen Höhle, dass sich dann hier auf einmal dieser schöne Gang auftut, kann man bestimmt irgendwann mal was Schönes mit anfangen. Betonung liegt vermutlich auf irgendwann mal. So, dann machen wir jetzt mal den Gang nach unten. Die zweite Stufe kommt in die Mitte, dann der Fackel. Oder viele dritte. Machen wir viele dritte. Spart Fackeln. So, das können wir auch immer als Nachtbeschäftigung machen, aber es ist so weit weg. War erst mal eine halbe Minute, bis ich hier überhaupt hingelaufen bin, hier rein. Davon abgesehen, dadurch, dass wir ausgeleuchtet haben, werden wir das eigentlich nicht brauchen. Eine Nachtbeschäftigung. Ich meine, wir sehen halt nicht so viel, aber wir können sicher bauen. Eigentlich ist die Nachtbeschäftigung gut dafür, wenn man sicher bauen will. Weil dann, wenn die Monster kommen, ist man unter der Erde und bis die Monster da sind, kann man oben entspannt das machen, was man eigentlich will,
ohne dass man gestört wird von den Viechern. Und nachdem wir ja oben nicht gestört von den Viechern, können wir das auch nicht durchgehend dann machen da oben. Meine Meinung. Na gut. So. Man merkt dann hier schon, dieser Abgang hier wird durchaus luxuriös. Sei jetzt mal. Hat man viel Platz da. Weiß noch nicht, wie tief ich mich bauen will. Weiß überhaupt nicht, was mich da unten für Erze erwarten. Gibt's schon Redstone? Ich habe keine Ahnung. Je. Ich glaube, der war schon sehr am Anfang dabei. Ich meine mich zu erinnern, in einer sehr frühen Alpha-Version eine automatische Türschaltung gebaut zu haben. Das war total kompliziert, weil die Türen irgendwie richtig verbuggt waren. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass es total ätzend war, da den Mist zu bauen. Naja, da ist Erde. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass keine wirklichen Höhlen, die wir hier von Anfang an haben, richtig weit runter gehen. Bin ich mir fast etwas unsicher, aber ich glaube nicht, dass das so der Fall sein wird. Kann natürlich schon sein, dass es aber selbst wenn ich jetzt noch nicht mitgekriegt. Das ist eigentlich schon schade. Eigentlich will ich mich nicht runtergraben. Es ist halt schon eher etwas langweilig dann. Weil Höhlen an sich halt einfach immer spannender sind. Aber das wissen wir alle, in Alpha gab es kaum Höhlen irgendwie, warum auch immer. Die kamen erst zu, als die Schluchten dazu kamen und die NPC-Minenschächte. Ab da waren auch richtig schön viele Höhlen immer da. Die darum man noch richtig arbeiten konnte. Und die man richtig aussehen konnte. Aber hier haben wir gesehen am Anfang, es sind halt so ein paar Löcher, und wenn man ganz viel Glück hat, führen die halt auch tief runter. Wie das hier, das wäre in der jetzt in 1.8. Würde die hier richtig schön hören. Hört ja. Da wieder auf. Es ist echt traurig. Ich will doch nur eine schöne Höhle haben, der man sich austoben kann. Und da ist auch meine Spitzhacke wieder kaputt. Okay, wir haben noch 3 Spitzhacken. Wenn die kaputt sind, gehen wir wieder hoch. Hoffentlich ist da nicht Nacht. Wäre nämlich blöd. Dann müsste ich bei Nacht hochlaufen in die Burg. Ja, was heißt denn die Burg? Da ist keine Burg. Da ist nichts. So. Oh ja. Schon cool, wie viele Steine hier immer rumliegen dann. Boah. Ist ja richtig krass. Dab, 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 dab. Da hat es kurz ziemlich geleckt, dass ich den Schmarrn hier eingesammelt hat.
oder?